Hallo Leute, hier ist wieder Papa Keks und ich heiße euch herzlich willkommen zu diesem kleinen kurzen Infovideo. Und zwar möchte ich euch das Event vorstellen, welches am 21. Januar für den Euro Truck Simulator 2 und den American Truck Simulator angekündigt wurde. Das Event nennt sich Hauling Hope, in dem ihr den Corona-Impfstoff in die ganze Welt verteilt. Und natürlich gibt es auch, wie bei jedem Event, etwas für euch dabei abzustauben. Folgende Voraussetzungen gilt es für die Teilnahme zu erfüllen. Ihr braucht erstens einen eigenen LKW in Euro Truck Simulator 2 oder American Truck Simulator. Zweitens ein verbundenes World of Trucks Profil. Das heißt, ihr müsst dort auch einen Account haben und das Spiel mit diesem Profil verknüpft haben. Und zu guter Letzt braucht ihr noch den Skill Zerbrechliche Fracht auf mindestens Stufe 1. Habt ihr alle diese Voraussetzungen erfüllt, könnt ihr in so gut wie jeder Stadt einen Trailer mit Covid-19-Impfstoff finden. Diesen müsst ihr dann an den gewünschten Zielort bringen, allerdings ohne Beschädigung. Ganz wichtig, der darf nicht beschädigt werden. Habt ihr auch nur 1% Schaden, ist die Lieferung für euch verloren. Nun fragt ihr euch bestimmt, was kriegt ihr denn überhaupt für diese ganzen Lieferungen? Wenn ihr es schafft, 7 Lieferungen unbeschädigt abzuschließen, bekommt ihr nicht nur eine Errungenschaft in eurem World of Trucks Profil, sondern auch diese wunderschöne Insignie, die ihr in euren Truck hängen könnt. Ja, und das war's eigentlich auch schon. Zeit habt ihr für den ganzen Spaß bis zum 7. Februar um 24 Uhr und ich wünsche euch eine gute Fahrt. Wir sehen uns dann irgendwann später dieses Jahr nochmal.